schwere Auftakthürde für die Stuttgarter Kickers in der ersten Hauptrunde des DFV-Pokals. Die Blauen waren zu Gast bei keinem geringeren als dem Vorjahresfinalisten TSV Essingen. Kickers-Trainer Ramon Germann mischte sein Team auf gleich 7 Positionen munter durch. Neu in die Startelf rutschten dabei Thomas Brommer, Johannes Ludmann, Daniel Niedermann, Marvin Weiß, Markus Obenosterer, Leander Vohkatzer sowie Sten Miefter. Die Kickers heute wieder in ihrem erfolgreichen Auswärtsgelb. Der führte am ersten Spieltag zum 13-0 Auswärtserfolg in Ravensburg. Keine Minute gespielt und schon die Kickers mit ihrer ersten Chance. Ludmann mit der Balleroberung, Braun mit dem Lupfer und Miftari verpasst das 0-1. Aber auch die Gastgeber versteckten sich nicht. Niedermann klärt in dieser Situation zu Meinhof. Die 14. Minute, dann ein langer Ball von Braun. Und der kleine Malte Moos ist plötzlich ganz groß. Kopfballsieger Malte Moos. Er bringt die Kickers in der 15. Spielminute mit 0-1 in Führung. Was für ein Kopfballungeheuer. Unser Außenbahnspieler und Neuzugang von Wormatz. Ja, Worms. Nur 4 Minuten später. Wieder ist Moos handlungsschneller als sein Gegenspieler. Der sieht in der Mitte Vohkatzer und Leander Vohkatzer braucht nur noch einzuschieben. Das 0-2 für die Stuttgarter Kickers. Gerade einmal 18 Minuten waren gespielt. Wiederum nur 3 Minuten später. Das nächste Highlight in dieser Begegnung. Eigenartige Eckballvariante der Blauen. Der Ball geht an Freund und Feind vorbei und Leander Vohkatzer steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. 0-3, die 21. Spielminute war das schon die Vorentscheidung, allerdings auch viel Mithilfe in dieser Situation vom Torhüter der Gastgeber. Dann wieder die Kickers. Gut durchgesetzt von Klaus auf der linken Außenbahn. Da ist es Miftari per Schuss. Doch das wäre des Guten zu viel gewesen. Auf der Gegenseite dann bekommen die Kickers den Ball nicht richtig geklärt. Greuß mit der größten Möglichkeit. Aber Brommer kann die Situation klären. Dann geht's schnell auf der Gegenseite. Klaus über links, da ist Miftari, Torwartfehler, 0-4, 37 Minuten waren gespielt. Schemp, Miftari erhöht für die Auswärtsmannschaft auf 0-4. Artistisch hier die Ballannahme, trotzdem braucht es etwas Wildhilfe vom Torhüter der Gastgeber. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatten dann die Hausherren. Aber Brommer im Herauslaufen vor Herber. Wir sind angekommen in Halbzeit Nummer 2. Freistoß Essingen durch Nirichlo. Die Kickers können nicht richtig klären. Und Dodon Sakis steht da plötzlich ganz frei. Der lange Mann macht in der 47. Minute das Anschlusstor zum 1-4. Dann aber wieder die Gäste über den eingewechselten Tilic. Vohkatzer, Latte. Dann wieder Probleme beim Spielaufbau der Gastgeber. Gut nachgegangen der Kickers. Vohkatzer auf Miftari und Schkem Miftari ebenfalls mit dem Doppelpack. Die 56. Minute, die Kickers erhöhen auf 1-5. Kurz dann schneller Angriff wieder der Kickers über Vohkatzer. Der mit dem Schuss aber Le Gallo im Tor des TSV Essingen kann sich auszeichnen. Die Kickers spielten weiter munter nach vorne. Das schaffte natürlich Räume für Essingen und Weiß
im Nachschuss. Fabian Weiß erzielt hier in der 64. Minute den erneuten Anschluss. Es steht nur noch 2-5. Die Antwort der Kickers kam über Obernosterer. Da ist Weiß, noch einmal Vochatzer. Da ist Weiß und wieder klärt der Pfosten. Ich kann das Geräusch des Pfostens nicht mehr hören. Kurz danach ist es Miftari. Ihr wisst, was passiert. Miftari mit der Flanke. Vochatzer, wieder Pfosten. Dann aber Obernosterer. Marvin Weiß steht richtig. Und nach 68 Minuten steht es 2-5. Abstaubertor von Marvin Weiß. Für ihn der erste Pflichtspieltreffer für die Stuttgarter Kickers. Wir schauen weiter in die 74. Spielminute. Da darf sich unser Torhüter Thomas Brommer nochmal im 1 gegen 1 auszeichnen. In letzter Sekunde spitzelt er der Ball vom Fuß vom Funk. Wir sind in der Schlussphase, die 89. Minute. Und da bekommt Herr Bali noch die Möglichkeit, doch sein Ball geht über das Tor. Auf der Gegenseite dann setzt sich auf der linken Außenbahn toll durch. Miftari mit einem Zuckerpass auf Miotunic und der eingewechselte Miotunic verpasst zweimal das Ergebnis zu erhöhen. Es bleibt beim 2-6. Die Kickers ziehen in die zweite Hauptrunde des WV-Pokals ein. Gegner dort ist Türkspor Neu-Ulm aus der Fußball-Landesliga. Du hast heute mit deinen zwei Toren die Kickers mit auf die Siegerstraße gebracht. Nehmt ihr jetzt mit deinen Rückenwind mit für die Ligaspiele? Das auf jeden Fall. Die letzten zwei Spiele saß ich leider 90 Minuten auf der Bank. Aber ich glaube, ich konnte heute dem Trainer zeigen und dem Team allgemein zeigen, dass auf mich Verlass ist. Zwei Tore gemacht und ich muss auch Kompliment an die Mannschaft sagen. Wir wussten, dass es schwer wird am Anfang hier in Essingen. Wir haben alles reingehauen und verdient dann auch gewonnen. Dieses Mal ist ja das Finale daheim, wenn ich mal so sagen darf. Mit den Kickers? Hoffentlich. Also wir geben wirklich Gas. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt kommt erstmal Samstag Bissingen, dann die nächste Pokalrunde. Da wollen wir auch natürlich so weit kommen wie möglich. Am besten wäre es natürlich Finale zu Hause und das dann auch gewinnen. Du sprichst es gerade an, Bissingen, übernächstes Spiel ist dann Sandhausen. Sind die Spiele dann richtungsweisend für die Liga? Natürlich. Wir haben jetzt in den letzten zwei Spielen 4 Punkte geholt. Leider jetzt mit einem 0-0 zu Hause. Aber die nächsten zwei Spiele sind richtig wegweisend, also für die nächste Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit der Mannschaft die auch gewinnen. Müssen bei den nächsten Heimspielen die Fans jetzt statt auf die Blaue auf die Gelbe schreien? Ich glaube, bei den Auswärtsspielen wäre es vielleicht besser auf die Gelben. Aber nein, wir sind Blaue, wir sind alles blaue Kicker. Wir tragen den Verein alle im Herz und wir sind die Blauen. Vielen Dank fürs Interview, Scamp. Auf die Blaue. Auf die Blaue. Tobias Feisthammel, unser Kapitän im Interview. War Essingen heute so schwach oder waren wir so stark? Ja, also ich denke, wir haben es heute richtig, richtig gut gemacht. Wir sind mit einer richtig guten Einstellung heute in das Spiel gegangen. Wir wussten schon, dass Essingen nicht so schlecht ist, haben das Spiel ja vollkommen ernst genommen heute. Und ich glaube, das hat man dann auch gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, dass wir mit der richtigen Einstellung hierher gefahren sind. Wenn man sieht, wen die letztes Jahr aus dem Pokal alles rausgeschmissen haben, glaube ich, Groß Asbach und Freiberg, waren im Finale. Also von daher, es ist keine Laufkundschaft, von dem her sind wir voll zufrieden, dass wir hier die Aufgabe so souverän gelöst haben. Die Debütanten haben sich nahtlos in das Team integriert. Was war dein Eindruck? Ja, also ich finde, heute kannst du jedem ein Zeugnis ausstellen, dass er ohne Probleme in die erste Elf rücken könnte oder rücken kann. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr auch eine Stärke von uns, dass wir von der Breite her so aufgestellt sind, dass einfach dass man die Spieler 1-1 ersetzen kann. Man hat auch von außen den Eindruck, dass die Stimmung im Team extrem gut ist. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Die Stimmung ist soweit gut. Liegt mit Sicherheit auch daran, an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass wir uns halt viele Chancen erarbeiten. Da macht es halt Spaß, Fußball zu spielen und das überträgt sich dann auch automatisch dann auf die Gesamtstimmung. Alles klar, danke für das Interview. Gerne. Auf die Blaue. Auf die Blaue.